Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Two Point Campus hier auf dem Piazza Lanatra. Dieses Mal habe ich es mir gemerkt. Ja, und damit heiße ich euch nochmal hier herzlich willkommen und natürlich wollen wir heute den ersten Stern fit machen. Momentan läuft eine Vorlesung bzw. ein Seminar Kochen und Teamwork, wer wann kleine Brötchen backen muss. Der Preis ist heiß, der Weg in die Küche kommt noch und wir haben auch noch das 1x1 der Küchengeräte. Das ist ein Löffel. Ja, ne, man muss ja bei den Basics starten. Und hier sehen wir auch schon, was die Noten waren. C, C, hier hatten wir schon C+, hier hatten wir schon B+. Schauen wir mal, was wir hier jetzt haben. So, und das Nachhilfezimmer wird auch gut genutzt. Und ja, hoffen wir mal, dass das hier auch hochgeht. Er kriegt auf jeden Fall mehr Erfahrung. Das heißt, er wird besser. Wir schauen mal rein bei unseren Studenten, wie gut die momentan so abschließen. Ja, unser schlechtester hat 62, aber... die haben halt, die brauchen vielleicht auch noch ein paar Nachhilfestunden einfach. Oh, hier stehen auch schon welche an, oder? Sehe ich, ob der hier ansteht, oder? What is he doing? What's his timetable? Okay, was müssen wir machen? Studenten schließen Nachhilfe ab. Eine durchschnittliche Studentenunterhaltung. Wir haben halt momentan relativ wenig Mula, deswegen spule ich mal ein bisschen schneller vor, damit wir Geld bekommen. An sich haben wir ja hier Unterhaltung. Die Studenten müssten halt hier nur mal reingehen. Tun es aber irgendwie nicht. Vielleicht ist es auch zu weit weg, weiß ich nicht. Aber an sich sind die auch hier mal da. No. Keine Ahnung, wo die sonst sich so rumlungern. Studentenparty können wir halt nicht mehr machen. Ach so, und ich hatte ja Ende der letzten Folge noch freigeschaltet, dass wir so eine Komödie drehen könnten. Ihr hört Ricky Hawthorne. Plus 1100, okay. Und die finden wir tatsächlich hier im Vorlesungssaal. Hier könnten wir die Komödie nämlich drehen. Aber die Eventkosten sind momentan zu hoch. Wir bezahlen ja immer noch unseren Kredit ab. Meine normale DJ-Kappe und meine Kochmütze. Und haben die Herausforderung Kummerkasten abgeschlossen. Ich werde sie nämlich auf eine kulinarische Reise führen. Ne, hier hatten wir die nicht. Irgendwo hatten wir die. Ich glaube, hier drunter ist die dann immer. Genau. Hier schließen sich Freundschaften. Der müffelt ein bisschen. So, Clubs sind eine weitere großartige Möglichkeit, das Sozialleben von Studierenden aufzupeppen. Studierende in Clubs entwickeln auch besondere Fähigkeiten. Stelle einen Powernapping-Clubstand auf, damit die Leute im Stehen einschlafen. Oder einen Speedwalking-Clubstand für Chefköche, die so schnell umherflitzen, wie heiße Suppe aus einem Mixer ohne Deckel kommt. Jawohl. Powernapping-Clubstand. Okay, interessant. Den können wir vielleicht hier vormachen. Was bringt der? Die Mitglieder können auf der Stelle überall auf dem Campus einschlafen. Mhm. Clubausstattung. Nachhilfezimmer benötigt einen Dozent. Der ist wahrscheinlich gerade in einer Pause. Dann werden wir mal hier noch einen Dozenten einstellen. Herumtrödler, Fass ohne Boden. Ja, nehmen wir mal... ah ne, können wir gar nicht einstellen. Weil wir nicht genug Mula haben. Da müssen wir warten. Wir haben halt so viel gebaut, dass wir momentan gar kein Geld für die ganzen Sachen haben. Natürlich ein bisschen doof ist. So, einer muss noch dem Club beitreten. Und der kann jetzt im Stehen einschlafen, oder wie? Powernapper, 1. Ja.
Okay, minus 40% Bewegungstempo-Energie. Alles klar. Und das Studienjahr ist jetzt endlich vorbei. Wir haben, oder was heißt endlich? Wir haben 12.000 nochmal bekommen. Können jetzt hier das schläfrige Schaf aufstellen. Die Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. Bitte was auch immer uns das bringt. Panik. Aber das können wir natürlich hier auch nochmal mit aufstellen. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Aber erstmal gucken wir uns die Jahresübersicht an, natürlich. Das erste Jahr ist abgeschlossen hier in Piazza Ladatra. Prüfungsnotendurchschnitt 84%, das ist schon mal sehr gut. Wir haben eine durchschnittliche Attraktivität von 70% und kriegen deswegen den Campus des Jahres. Zimmerdurchschnittlichkeit, sehr schön. Bestandenrate, ja. Mehr haben wir dann auch nicht. Süße Küche. Nach einem äußerst pikanten Jahr wird es Zeit, etwas Süßes zu kochen. Große Chefköche zaubern mit Zucker so gut wie mit Salz und Butter, so gut wie mit Käse und sie meistern Tiramisu und Brokkoli mit derselben kulinarischen Eleganz. Vergiss nie, dass es beim Essen vor allem auf die Balance ankommt, es sei denn, es geht um Vanillesoße. Davon kann man nie genug haben. Süße Küche haben wir freigeschalten. Ist das denn auch etwas für das Studium? Ja. Für das Gastronomiestudium. Okay. Können wir aber noch nicht bauen. Da haben wir noch nicht genug Geld. Noch nicht genug Geld. Aber das müssen wir bauen. Das heißt, wir werden uns einen Kredit schnibitzen. Müssen wir noch einen Kredit nehmen. Ist natürlich... Uffi, aber wir können mit dem Kredit ja erstmal die anderen zurückzahlen. So. Und werden jetzt erstmal das Zimmer bauen. Das brauchen wir ja nämlich. Kriegen wir das hier noch hin? Wie groß soll das sein? 5x6. So, hier wäre ja theoretisch. Das würde ja theoretisch reichen. Alright. Eieiei. Das ist aber auch ein großes Ding. Stellen wir mal hier in die Ecke. Ist besser, wenn man das. Also tatsächlich so stellen, oder? Oder macht das so mehr Sinn? Weil so ragt das ja komplett in den Raum rein. Obwohl, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Machen wir es mal so, dann können wir es nämlich besser sehen. Wir werden auf jeden Fall... Ach nee, wir müssen erstmal das Zimmer zu Ende bringen. Bringt mehr Hygiene. Okay, das ist alles aber nur zur Deko. Stellen wir mal hier außen ran. So, Mülleimer daneben. Alright. Unbeaufsichtigte Sandwiches werden gegessen von mir. Attraktivität erhöhen. So, schön die großen Fenster hier reinballern. Damit man gut auch was sieht in der Küche. Natürlich wichtig. Und dann noch irgendwas, damit wir auf die Punktzahl kommen. Ja, so, Raum passt erstmal. Wir wollen nicht allzu viel ausgeben. Ne? Wir haben schon genug ausgegeben. Okay, Dozent. Ja, auf jeden Fall den hier. Sucht nach Arbeit. Na, du könntest zum Beispiel hier arbeiten. Kannst du nicht hier arbeiten? Der geht einfach wieder raus. Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Ach so, in der Sommerpause nicht benötigt. Ja, macht natürlich Sinn. Macht natürlich Sinn, macht natürlich Sinn. Alrighty. Gut, aber den werden wir einstellen müssen und dann werden wir noch einen einstellen müssen.
brauchen ja zwei. Einmal für hier und einmal für hier. Und wenn wir noch einen haben, der dann was abdecken kann, wenn einer an der Pause ist, wäre natürlich super. Die Bibliothek müssen wir dann später nochmal irgendwie fertig bekommen. Aber das wäre ja erstmal das, was wir brauchen. Und dann gucken wir mal rein. Wir könnten natürlich auch nochmal einen neuen Studiengang hinzufügen. Forschologie oder virtuelle Normalität. Wir verbessern mal erstmal den Gastronomie. Studiengang, da können wir dann 20 aufnehmen. Wenn Sie mich so fragen, hat Hogsport die besten Milchshakes im Two Point County. Im Oily Cormorant gibt es den traditionellen Maltshake im Lederstiefel samt Salz. Nee, da sind sie. Eine unschlagbare Kombination. Da sind sie nicht mit glücklich. Sie eine große Tradition. Sie liegen uns einfach im Blut. Ich musste sogar mal behandelt werden, nachdem ich... Studiengebühren haben Einfluss auf die Anzahl an Bewerbungen und können sich auch auf Studentenzufriedenheit auswirken. Prozent gestiegen war. Was haben wir gelacht? Okay. Das heißt, da könnte ich dann sogar mehr Leute aufnehmen. Na, bleiben wir erstmal dabei. Aber die Lernkurve verändert sich dadurch nicht. Ist die Studentenaufnahme geringer als die Anzahl der Bewerbungen, nehmen wir nur die besten Bewerber auf. Ah, okay. Das heißt, sollten sich dann zu viele bewerben? Dann, okay, okay. Verstanden, verstanden. Was heißt das Gelbe jetzt? Na gut, aber wir werden das einfach so lassen und werden aber noch einen neuen Studiengang hinzufügen. Machen wir mal Forschologie. Können wir den gar nicht starten? Why not? Geht nicht in dem Spiel, in dem Spielstand hier. Kannst du nicht starten. Okay. Na gut, dann starten wir das Folgejahr. Let's go. Nicht lang schnacken, rein ins zweite Studienjahr. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Ach so, was wir ja machen können, das hatte ich jetzt ein bisschen verpeilt, dieses Kochduell zum Beispiel. Das können wir hier reinsetzen. Machen wir mal kurz Pause. Das bringt natürlich immer ein bisschen ein paar Stats. Da kriegen wir dann nämlich 2000 Mula und 4 Kudosh. Was ganz nice ist. Hier kann man das, glaube ich, nicht machen. Herzhafte Küche, da haben wir kein Zimmer verfügbar. Da bräuchten wir eine Vorlesung, ne? Da bräuchten wir noch einen Vorlesungsraum. Den müssen wir natürlich nochmal kurz machen. Einen zweiten Vorlesungssaal. Ne, wisst ihr, was wir da machen? Da können wir das einfach abbrechen. Und dann nehmen wir einfach den hier, den Raum. Und duplizieren den einmal. Und dann bauen wir den genauso, wie er ist, hier einmal daneben. Achso. Ja gut. Muss ich hier noch ein bisschen was umstellen. Natürlich müssen wir den komplett einmal spiegeln. Ach, hier sind noch die Fenster dran, deswegen ging das nicht. Die Fenster müssen natürlich hier rüber. So. Die Fenster müssen natürlich hier rüber. Jawohl. So, dann die Tür hier rein, ne? Die Pflanzen können ja stehen bleiben. Das ist ja auch immer noch gespiegelt dann. Und so. Und ich glaube, dann haben wir genau den Raum, den wir drüben auch haben. Genau. Nur einmal gespiegelt und da drüben. Alles klar. Und jetzt hätten wir aber ein Zimmer... frei, oder?
Ne, die brauchen noch ein zweites Zimmer. Kann das sein? Ah, die brauchen keinen zweiten Vorlesungssaal. Stimmt, das findet ja in der herzhaften Küche statt. Oh, die brauchen noch eine zweite herzhafte Küche. Können wir das jetzt noch verkaufen? Für 31.000? Dann verkaufen wir den. Wir brauchen den gar nicht. Nevermind, sorry. Wir brauchen noch eine Küche. Die kriegen wir natürlich auch hin. Stimmt, wir brauchen ja für die aus dem ersten Semester und jetzt für die aus dem zweiten Semester noch einmal eine Küche. Ach ja, daran habe ich ja jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Und der wird gar nicht mehr groß genug, der Raum, wa? Na doch, fünf. Hier könnten wir fünf hinkriegen. 5 mal 6, theoretisch, ne? Oder? Ne, 6 mal 6 muss der sein. Cheater! Das ist ja doof. Das ist ja doof. Wo machen wir denn den hin? Kriegen wir den ganzen Raum umplatziert? Zimmer holen? Ah ja, da können wir das nehmen, okay. Alright, kriegen wir das vielleicht irgendwo hier noch mit rein? So, dass wir hier 5 mal 6 haben. Wenn wir das hier hinbauen, das Zimmer, dann ist da die Tür. Perfekt. Und wenn ich jetzt hier eine herzhafte Küche hinmache, sollte das doch ausreichen, ne? 6 mal 6. Oh ja, perfekt. Okay. Super. Aber was wir da ja auch machen können, ist auch wieder die kopieren. Das ist einfach jetzt die schnellste und einfachste Variante, bevor ich hier wieder 5 Jahre brauche, um irgendwas hinzubekommen. Kopieren wir das einfach und stellen das dahin. Dann beheben wir halt noch ein paar kleinere Fehler, die jetzt halt so passieren. Wie jetzt zum Beispiel die Fenster, die jetzt hier im Weg sind. So. Ach, das muss erstmal weg. Kann da nicht sein. Warum kann der da jetzt nicht sein? Das ist ja sehr dämlich. Macht ja gar keinen Sinn. So, erstmal das große Küchengerät. Das kommt hier hin. So. Und dann ist das fertig. Ja, Rednerpult wird benötigt, das weiß ich. Und das bauen wir ganz normal hier in die Mitte. So. Und da drüber kommt ein Whiteboard, oder? So hatten wir das doch immer. Und das müsste doch eigentlich gehen. Ja. Alright. Und dann können die von hier gleich in die Küche reingucken. Ist ja auch nice. Dann sehen die mal, was da abgeht. Und dann müssten wir doch 2 Zimmer haben, die funktionieren, oder? Jawohl. Jawohl. Okay. Und dann sollten die jetzt hier auch im Kalender glücklich sein. Wo war der Kalender? Hier und hier. Genau. Haben wir 2 herzhafte Küchen. Okay, okay. Passt, 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 passt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alrighty. Vielleicht bauen wir noch ein 2. Nachhilfezimmer. Beziehungsweise kopieren das einfach. So. Jawohl. Brauchen dafür natürlich dann auch nochmal einen Dozenten. So. Okay. Guti. Und dann können wir hier noch die ganzen Sachen planen, die wir hier planen wollen. Wie zum Beispiel dieses Event. Was wir hier reinmachen können. Das gibt sogar 20 Zufriedenheit. Da können wir aber schon laufen lassen nebenbei. Kein
Also das Event gibt 20 Zufriedenheit für die Studenten und Unterhaltung, was natürlich gut ist. Und tausche dein Gehirn gegen die Macht von Orbian. Ah, großartig. Na, dann mache ich das mal. Das können wir halt hier in diesen Pausen immer machen. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. So, der Stundenplan ist halt auch immer random, ne? Aber es sind immer so zwei Sechserblöcke. Können wir hier noch eine Party steigen lassen? Hier gibt es Bewegungstempo und Zufriedenheit, das ist natürlich auch gut. Die kann immer stattfinden. Aber hier im Dezember macht sie natürlich besonders Sinn. Okay. Dann können wir hier nochmal einen Campus-Kochbewerb starten. Der kann eigentlich auch immer stattfinden. Am besten wäre natürlich hier. So, was gibt's noch? Auf Toilette gibt's leider nichts. Das wäre ja auch, wenn es auf Toilette auch noch irgendwas geben würde. In der Bibliothek gibt's auch nichts. Aber hier gab's, glaube ich, was. Genau, eine Aufenthaltsraumparty. Die steigert auch nochmal die Zufriedenheit. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. So sieht's nämlich aus. Und hier gibt's auch eins? Ne, hier gibt's keins. Gut, reicht erstmal an Partys. Ansonsten geben wir zu viel Mula aus. Wir wollen ja auch irgendwann unser Geld mal wieder zurückzahlen. Er schnüffelt die besten Deals. Alright, wie viele Leute sind denn hier schon in dem Club? Okay, Clubobjekte. Powernapping Clubobjekt für Clubmitglieder Stufe 1 bis 3. Bringt Energie. Jawohl. Okay, und das hebt dann das hier an. Und umso mehr davon wahrscheinlich auf dem Campus sind, umso besser ist die Stufe davon. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Da kannst du natürlich dann die Sachen einfach boosten. Ja, Gameplay-Effekte. Gibt Energie, Powernapping-Club-Objekt. Wahrscheinlich können sie dann hier sleepen. Und der kann das jetzt, weil der ist Powernapping-Club. Deswegen kann der einfach irgendwo, wo er will, kann er sleepen. Und dann braucht er halt hier diesen Schlafsaal nicht mehr. Das ist dann natürlich nice. Ist er auch in einem Club? Möchte einem Club beitreten. Es gab da noch einen zweiten Club, den wir bauen konnten, oder? Irgendwo war doch hier noch ein zweiter Club. Wo konnte ich das denn bauen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht komme ich hier zu diesem Clubmenü. Clubobjekte. Eine Liebesbank, natürlich, die geben wir euch doch. Ja, unsere nördlichen Nachbarn kennen sich wirklich in der Küche aus. Von Eintöpfen und eine schöne Liebesbank. Sandwiches bis hin zu den tollsten Pies. Zack. Kalte Hände machen einfach das gewagteste Gebäck. Und da droben ist es wirklich eiskalt. Alrighty, also Studentenunterhaltung haben wir auf jeden Fall erstmal über 70. Nachhilfe abschließen sind wir gerade gut dabei. Wir haben zwei Nachhilfezimmer. Das ist schon mal gut. Die können sich ja auch gegenseitig ein bisschen angucken durch den Raum. Und gewinne folgendes Event, Campus-Kochduell. Vielleicht machen wir davon noch ein paar mehr. Aber das kriegen wir nirgends mehr hier rein. Okay, vielleicht kriegen wir es hier noch rein. Weil hier war ja vorhin ein anderer Plan. Ja, hier kriegen wir es irgendwie auf einmal schon mehr rein. Warum auch immer. Hier kriegen wir es öfter rein. Dann machen wir das hier öfter. So. Planen wir das hier ordentlich oft. Ist das eigentlich hier für die Erstsemester? Alle Studierenden,
Welche Noten solltet ihr persönlich nehmen? Gute Frage. Zeigen wir doch mal, gucken wir uns doch mal ein Erstsemester an. Und schauen mal denen seinen Stundenplan an. Herzhafte Küche 1. Herzhafte Küche 1. Alles 1. Hier haben wir Herzhafte Küche 2. Ist er auch im Jahr 1. Okay. Erstes Jahr. Alles Erstsemester hier. Wo sind denn die ganzen Zweitsemester? Also Dritt- und Viertsemester hier oben. Süße Küche 1. Und die sind aber auch manchmal in der herzhaften Küche. Okay. Also da gibt es auch Überschneidungen. Zimmer. Hier sehen wir das Ganze zum Beispiel. Genau, hier überschneiden sich die nämlich und deswegen brauchen wir eine herzhafte Küche 2. Harte Arbeit zahlt sich aus. Alright. Schauen wir mal rein. Minus 2600. Okay, plus 10.000 kriegen wir hier. Plus 5.000, super. Wir brauchen jedes Geld. Wir bezahlen ja unseren Kredit auch immer ab. Das heißt, wir machen ja nicht super viel Minus, sondern ne, der Kredit wird ja auch nebenbei abgestottert. Da müssen wir jetzt halt erstmal durch. Müssen wir ein bisschen schneller fortlaufen lassen. Können wir eigentlich auch ein bisschen springen. Als ich im Royal Tumble Hotel eintraf, war okay, was wollte ich denn jetzt gucken? Ich wollte gucken, wie die Studiengänge heißen im zweiten Jahr jetzt. Dessert, ein süßes Nachspiel. Routinemäßige Inspektion. Ja, alles klar, mach mal deine Inspektion. Hier war ja 2 noch. Der Braten, das höchste der Gefühle? Fragezeichen. Salz, Pfeffer und die schärfste Bulette. Oh, was passiert denn hier? Gucken wir doch mal in die süße Küche. Oh, Alter. Junge, hier wird aber wirklich hart kandiert. Der spielt auch mal da ein bisschen rum. Piep, piep, piep. Einmal gezogen, Dampfkessel geht hoch. Zack, zack, zack. Und jetzt ist fertig. ein Schriftgutarchiv wird in der Bibliothek benötigt, weil jemand Familienrezepte nachschnüffeln will. Gut. Dann machen wir die doch mal hier hin. Und dann können sich die Leute auch da hinsetzen. Den Gemüsekiosk können wir uns momentan leider nicht leisten. Und wir haben 8000 plus gemacht. Sehr schön. Und haben dabei wahrscheinlich auch noch den Kredit abbezahlt. Jawohl, immer so 6000 ungefähr. Bezahlen wir ab, beziehungsweise 5500. 5600 so ungefähr. Campus-Duell lief gut. An die Verwaltung, bitte auf die Jawohl. Vorlesung im Studiengang Gastronomie mit Note B. Brauchen wir auch nicht mehr viel. Dann haben wir schon einen Stern. Inspektion ist jetzt da. Nehmen wir natürlich an, das Ganze. Wo ist denn die Inspektion? Wo ist denn der? Hier ist er. Der Henry Jobsworth. Den kennen wir ja auch schon aus vorherigen Teilen. Na, guck dir mal alles genau an. Hier könnten wir theoretisch auch noch ausbauen. Ja, und ich glaube... Ah ja, hier guck mal. Hier unten könnten wir auch noch ausbauen, wenn es nötig ist. Also hier ist noch ganz, ganz viel Platz. Selbst hier unten noch. Eieiei. Also hier haben wir noch ordentlich viel Platz. Das Einzige, was hier im Weg ist, ist die Stadt. Was haben wir hier? Assistent benötigt. Wir brauchen also noch einen Assistenten mehr. Nehmen wir mal die. So. Bilanz ist wieder okay. Studiengebühren decken das Mitarbeitergehalt ein. Ab. Erfahrungsbonus. Und Mieten geben auch nochmal ungefähr 17.000.
Davon gehen dann noch unsere Gebühren wahrscheinlich ab. Und deswegen sind wir bei 8500 oder so ähnlich. Die sind auch zufrieden. Da kriegen wir nochmal 10.000. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich, ja, irgendwann dann auch mal unseren Kredit abbezahlt. Brauchen wir noch einen Assistenten? Nee. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Haben wir hier niemanden, der da hingehen kann? Achso, hier muss jemand zugewiesen werden. Die machen wahrscheinlich gerade Pause, oder? Würde ich sagen. Dann ist es so, mein Gott. Dann machen die halt Pause. Die Idee ist, wurde das. Wie viel kostet denn dieser Stand? 100 benötigt. Ja, wird nix. Das ist ein bisschen zu viel, meine Guten. Studentenunterhaltung ist nicht so hoch. Da müssen wir was machen. Gut. Studentenunterhaltung. Hier ist der Club. Guck mal, Powernapping Club, Speedwalking Club. Gibt das auch Unterhaltung? Nee. Euch sonnige Zukunftsaussichten. Attraktivität. Freundschaften entwickeln. Das gibt Unterhaltung. Ja, so eine Sachen geben halt Unterhaltung hier. Es gibt halt nur Freundschaften. Ein Froschregen. Ah ja, da regnen die Frösche vom Himmel. Nice one. Und da haben wir einen Frosch. Oh ne. Wir können den Pool sogar platzieren. What the fuck? Kochduell haben wir wieder geholt. Sehr schön. Okay, na, dann müssen wir ein paar Bespaßungsobjekte hinbauen. Was können wir denn hier einfach so mittendrin hinbauen? Was Unterhaltung gibt. Ich meine, wir könnten hier ein paar Spielautomaten hinbauen, aber an sich haben wir in den Zimmern ja genug Unterhaltung. Die müssten sich halt nur mal unterhalten. Hier in diesem Zimmer, da geht halt keiner hin. Gut, die studieren halt auch, wa? Aber geht gerade wieder hoch. Also wir haben das mal im Auge, aber das sollte eigentlich wieder hochgehen. Getränkewertung von 70%, nehmen wir an. Gemüsekiosk können wir euch noch nicht geben, Leute. Das habt ihr noch nicht gerafft. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ich will eigentlich noch die, den einen Stern jetzt erreichen. Aber die sind halt gerade alle noch in der Vorlesung. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Wir gucken mal. Gute Arbeit. Deine Studenten haben das Campus-Kochduell gewonnen. Ja, blablabla. Dadurch kriegen wir halt immer gut Kudosch. Das ist halt das Nice. Meine Schilderungen haben mir richtig Kohldampf gemacht. Also öffne ich jetzt den Kühlschrank und beschmiere das Erste, was ich finde, mit Mayonnaise. Ricky Hawthorne sagt Tschüss. So, komm. Bis zum nächsten Mal. Ach Leute, warum seid ihr so ununterhalten? Du brauchst echt in einem Gebäude etliche Sachen. Also du musst halt wirklich in einem Gebäude dann auch noch ein Studentenwohnheim bauen, einen Unterhaltungsraum bauen. Das hilft nicht, wenn du das hier so hast, sondern du brauchst das halt wirklich in deinen Gebäuden drin irgendwo. Genauso wie das hier, das ist halt super weit weg. Am besten würden wir das halt wirklich nehmen. Und kaum sage ich es, da haben wir es geschafft. Und haben die Mitten University freigeschalten. Die wir natürlich noch nicht spielen werden. Wir werden natürlich hier auf die drei Sterne erstmal gehen. Aber in Piazza Lanatra haben wir einen Stern erreicht. Gibt es wirklich Leute, die das Essen von Studierenden essen? Wie mutig. Die können noch etwas Farbe vertragen. Zurück in den Ofen mit ihnen. Vielleicht komme ich wieder, wenn sie mit dem Lernen fertig sind.
Wir haben eine Bühne freigeschaltet, wir haben DJ CU Chef freigeschaltet und wir haben Narrenwirtschaft als Studiengang freigeschaltet. Oh, klingt ja sehr interessant. Und Takan Foxbridge hat hier noch ein Bild hinzugefügt. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Kriegen wir aber gar nicht mehr hier rüber. Was wir aber machen können, wir können das Ganze so drehen, dass es hier vielleicht in der Ecke ist. Ungültige Objekte verkaufen. Fenster oder was? Haben wir für hier keinen Mitarbeiter festgelegt? Jetzt haben wir einen festgelegt. So. Und dann bauen wir in den Raum noch Fenster ein. Und dann soll es das auch mit der Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir unsere Uni wieder ein bisschen unsicherer machen. Und ja, hoffentlich dann bald aus dem Kredit raus können, damit wir hier ordentlich Geld reinbuttern können. Wir kaufen uns jetzt noch den Gemüsekiosk als Abschluss. Und war das so weit weg? Ne, eigentlich daran. Und wir haben hier keine Assistenten. Mein Gott. So, wir kaufen jetzt hier mal Assistenten. Oder wir stellen jetzt hier mal Assistenten ein. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer... Ja, gibt keine Assistenten mehr dafür. Alles nur noch Bibliothekare. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir auf die 2 Sterne gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.